So, wir könnten Hadan nehmen. Oder wir nehmen einfach unseren Tank, den wir bisher gespielt haben, Eredrim. Ich möchte halt meine Taktik einmal komplett wechseln. Zu leben heißt zu leiden. Weil wir mit dem schnellen Herum-Switchen mit dem Skeletor einfach nicht so funktioniert, habe ich gedacht, okay, wir gehen jetzt mal auf Voll-Tank-Modus, damit wir einfach mehr Leben haben, haben zwar wenig Stamina, das brauchen wir vielleicht auch nicht. Wir müssen halt auch den Bolzen von unserem Bossgegner entgehen und ich denke, das schaffen wir nur mit mehr Leben, weil Blocken oder Ausweichen hat einfach nicht geholfen. Moin, Kalle! Ich hoffe, bei dir ist alles gut und du hast nicht zu viel gecrashed und bist beim Crashen nicht zu sehr runtergefallen. Ich werde im Gegenzug hier wahrscheinlich gleich wieder ganz, ganz oft sterben. So, ich muss mich jetzt erstmal nur wieder hier an die schöne Steuerung gewöhnen. Ich muss aufpassen. Bei dieser Höhle habe ich nämlich ja noch ein paar Unterschiede, ein paar Features, die ich bei der anderen Höhle halt nicht habe. Okay, da war Rollen. Ich hab vergessen, was X, Y und A ist. Naja, egal. Ich denke, damit sollten wir erstmal klarkommen. Wir müssen erstmal wieder bis zum Boss hin. Wir können uns da leider nicht hin teleportieren oder ähnliches. Und deshalb müssen wir jetzt den ganzen Weg dahin laufen. So, und mal ganz nebenbei. Yay, 50 Follower. Yay, yay, yay. Leider dauert es noch ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich wieder, wofür das eine war. Für ein Affiliate fehlen mir noch die Durchschnittszuschauerzahlen in letzter Zeit. Da habe ich so in den letzten Monaten doch ein bisschen scheinbar nachgelassen. Oder keiner hatte Bock auf meine Videos. Vielleicht habe ich immer zu spät gestreamt. Das kann ganz gut möglich sein. Aber schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen früher anfange, sind ein bisschen mehr in meinem Spiel. Ey, ey. Okay, hier nicht. Moin Helios! Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hattest bisher eine ganz gute Woche und bist noch nicht schon zu erschöpft, um die Woche zum Ende zu bringen. Ja, ich bin ganz glücklich mit den 50 und hoffe, dass ich es hinbekomme, mindestens 3 Zuschauer im Durchschnitt zu bekommen, damit ich bald wirklich Affiliate bin, dass ich bald Emotes haben kann, dann hole ich mir auch ein Animated Screen mit in der nächsten Zeit. Und allen drum und dran, was halt dazugehört. Um 3 Stunden Meeting hast du dich erfolgreich rumgedrückt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hab ich leider am Montag zum Beispiel nicht vermeiden können. Das war doch ein bisschen, ja, fordernd. Kennst du aber. So, ich guck mal eben. Oh, das ist hart. Wir haben mit Eredrin halt gar nichts. Wir haben Skeletor halt im Prinzip komplett ausgemaxt mit allen Fähigkeiten, aber mit ihm hier haben wir halt so gut wie gar nichts. Ich guck mal, wie, ob wir ein wenig durchgängig angezeigt. Ob wir ein bisschen Tar uns zusammenklauben können aus dem Inventar. Inventar. ich hab's, ihr seht es vielleicht unten an meiner, was ist meine linke Schulter. Da habe ich mal die Anzeige reingeblendet, damit ihr auch sehen könnt, mal wie viel ich davon habe. Ah, und wir wollten das hier auch unbedingt mal ausprobieren, was das nachher bringt. Erzähle ich gleich. Erstmal gucken wir, haben wir genug
um uns ein bisschen Tar auszurüsten. Nein. Wir haben keine Items, um den Charakter noch ein bisschen hoch zu leveln. Das geht leider nicht. Schade. So, das hier. Wir hatten dieses Ding beim letzten Mal schon probiert. Da haben wir das genommen und dann wurden wir aus der Hülle komplett direkt sofort rausgenockt. Ein total nutzloses Item. Zumindest jetzt erstmal, weil es macht nichts anderes aus, außer uns halt einfach mal einen Lebensversuch zu kosten. Das Ding ist, wir müssen jetzt noch einmal benutzen, damit wir die Vertrautheit bekommen, damit wir wissen, was ist denn der geheime Effekt dahinter. Und das probieren wir mal. Vielleicht ist das ja ein ziemlich geiles Item in Zukunft, wenn ich so eins nochmal finden würde. Okay, hat mich rauskatapultiert. Und dann gucken wir mal, was dieses Item uns jetzt bringt. Wir dürfen jetzt genug Vertrautheit damit haben. Dieser faulige Schlamm reißt dich aus deiner Höhle. Jene, die mit dem verdorbenen Tar vertraut sind, können einen einzelnen Tropfen Tar extrahieren. Dieser unaufbereitete Nektar war Wind und Wetter ausgesetzt und wurde so ranzig und ungeeignet für heilige Riten. Einen einzelnen Tropfen Tar. Willst du mich verarschen? Oder ist das so ein richtig, richtig geiles Objekt nachher, wenn wir sowas nochmal finden? Tarsalbe? Haben wir schon mal einen richtigen Tropfen Tar bekommen? Nee, ne? Vielleicht ist das ja voll das richtig geile Ding nach am Ende. Ich glaube, wir haben da noch gar nicht reinen Tar gehabt. Das kann echt geil sein. Okay. Probieren wir das, sobald wir mal da dran kommen. Aber erstmal kurz in den Chat nochmal gucken. Crash war gar nicht so übel. Fehlen nicht mehr viele Level. Max mal einen Stream. Okay. Ich bin gespannt. Du hast da aber auch ein bisschen was vorgenommen, ne? Diese ganzen Time Trials, dann halt rechtzeitig immer da irgendwie drin zu sein und nicht zu oft runterzufallen. Es sah etwas anstrengend aus. So, und ich habe immer noch keine Ahnung, was daran schlimm sein soll, den Namen von diesem Typen auszusprechen, den Modo und ich den gegeben haben. Ich versuche es mal extra auseinanderzuziehen. Wir haben ihn Hammerdalf genannt. Und ich vermute, dass die Bezeichnung Hammered im Englischen halt einfach bedeutet, unanständig flachgelegt zu werden. Und dass Twitch das ungerechtfertigterweise tatsächlich hierbei erkennt, wenn ich Hammerdalf nenne. Autschen. Ich muss hier mit diesem Charakter echt mit meinen Stamina aufpassen. Einblick ist immer schön. Dann seht ihr es jetzt auch tatsächlich unten meine Leiste. Die 355, das sind Tar. Und die 4, das sind Einblick, die ich hier habe. Und davon sammeln wir jetzt mal ein bisschen. Und jetzt müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir wieder Richtung Boss kommen. Das ist doch schon eine kleine Strecke dahin. Müssen wir uns Stück für Stück irgendwie hin teleportieren und uns jetzt mal mit dieser Hülle ein bisschen dran gewöhnen, dass wir tatsächlich auch dahin kommen. Kommen Sie her, kommen Sie her. Guck mal, und jetzt habe ich halt
die Besonderheit auch von Eredrim, das ist der Name der Höhle, hier wunderschön drin. Man sieht es da unten links an dem kleinen Schwertsymbol mit der 3. Das heißt, dass wir mit jedem Kill einfach stärker werden und mehr Schaden machen. Aber ich denke, das wird sich gleich halt wieder relativ schnell auflösen. Weil wir schon einmal aus der Hülle gehauen wurden aufgrund des Items gerade. Der Typ hat so wenig Stamina, ne? Gott, ey. Aber wenigstens springt er jetzt gerade hier nicht so viel rum, wie der das sonst macht. Mit dem Skeletor, weil ihr wisst ja, Brücken sind meine Feinde und das hier sind keine Stege, Modo. Das hier sind ausgewachsene Brücken. Gott, dauernd hier schon so außer Atem, ey. Ich komme da kaum mit klar. Nice and easy. Erstmal den nächsten Hammertypen. Fies. Einfach so von der Seite anzukommen und versuchen, mich kaputt zu machen. Mit dem Charakter einfach so wenig Stamina, das ist Wahnsinn! Ah, seht ihr? Nein! Ich will gerne noch die Schwester hier noch aktivieren. Wow. Es ist echt nervenaufreibend hier gerade. Wir haben jetzt schon... Yes. Es ist nett, taste den Counter hier dabei zu haben. Wie viele Feinde wir jetzt gerade schon umgebracht haben. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir gleich oben sind... Warte mal. Wurde gar nicht geheilt. Warum wurde ich nicht geheilt? Normalerweise, wenn ich doch zur Schwester gehe, dann werde ich doch komplett geheilt, oder nicht? Ist er nicht respawned? Gehen wir nochmal hin. Don't overindulge. Gucken wir mal. Guck mal, ob wir direkt was mitnehmen. Nach einer erfolgreichen Tötung verringert sich Eredrims erlittener Schaden für 10 Sekunden und 5%. Ja, okay. Eredrim erhält die Chance, gelegentlich einem Niederschlag zu widerstehen. Kann sich beides lohnen? Das mit den 10 Sekunden nach dem erlittenen Schaden. Lohnt jetzt nicht, ich nehme mal das hier. The sacred rites remain closed to me. I'm unworthy of the venerated nectar. But I will prove myself. These sniveling rats who bow and scrape will never be enshrined. They have neither the will nor the strength to accept the deathless doctrine. So, gut. Die haben sich denn wieder regeneriert. Das ist super. Und ich habe meine Kills behalten. Das ist geil. So könnte ich tatsächlich mich immer weiter hochpushen für den Endboss. Es ist nicht der Endboss, aber zumindest der Abschnitt Spots hier. Also gehen wir es langsam an, wenn wir da hochgehen.
kann ich sowieso mit diesem, mit dem tankigen Charakter hier sowieso nicht anders. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich auch noch ein paar andere Items finden. Ich möchte nämlich ultra gerne es hinbekommen, meine Alternativwaffen von den die Axtana tatsächlich einzusetzen. Also das Katana, was ich zur Axt umbasteln kann. Weil das wäre für Eridrim halt eigentlich, das wäre die ultimativ bessere Waffe. So, gehen wir mal ran. Ich weiß gar nicht, ob es hier lang leichter war oder da hinten. Ist jetzt, glaube ich, ziemlich egal. Weil wir müssen hier sowieso konsequent erstmal gleich durchrennen. Wir nehmen erstmal jeden Feind mit. Noch mal ein bisschen üben. Ja, er hat mich gesehen. Und hier kommt. Ach ja, genau, der braucht ja immer so lange, bis er schnell. Und wir müssen jetzt tatsächlich hier relativ gelassen bleiben. Weil es sonst tatsächlich noch ein bisschen sehr aufwendig wird. Oh, was zur Hölle? Ich dachte, ich hätte ihn schon umgebracht, aber war er noch. Ach, scheiße. Ah, da hinten saß auch noch dieser komische Typ, ne? Da müssen wir auch noch gleich mal hin und gucken, ob wir da jetzt vielleicht ein bisschen mehr aus dem rausbekommen mit dem anderen Charakter. Ich hätte ja die Vermutung, dass wir einen bestimmten Charakter da hinten brauchen. Oh Gott! Ich hatte keinen Stamina mehr, da muss ich echt mit aufpassen. Immer für eine Ausweichrolle noch ein bisschen Stamina überbehalten. Das wird echt mies, sage ich euch. Das wird mies. Hau mich. Uiuiui. Guck mal, zu dem Typen da hinten, den kann man jetzt gerade kaum sehen, aber da will ich hin. Ich hoffe, die beiden greifen mich hier nicht von hinten an. Wir machen einen bisschen auf The Grudge. Mal zu dem hier will ich. It's you. Go ahead then. Finish the job. Do me the same favor you did my brothers. Help a cowardly man find peace. Also Chat, sollen wir diesem Typen sein Ende schenken, dem Feigling sein Ende schenken, oder werden wir das nicht tun? Diese Option hatte ich nämlich mit dem anderen Charakter nicht. Also was sagt ihr? Sollen wir ihn umbringen oder nicht? Sollen wir ihn von seinem Leid erlösen oder nicht? Oh je. Ich weiß es, also ich persönlich weiß es absolut nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Das hatten wir beim letzten Mal. Es war doch irgendein Charakter, von dem wir jetzt halt schon einiges gehört hatten. Aber warum er hier auch immer sitzt, ich weiß auch nicht, was sein soll, wenn wir ihn umbringen. Ob wir dann halt irgendwas daraus looten können und wenn wir ihn sparen. Mal kurz überlegen. Wenn wir es nicht tun, wird er da wahrscheinlich nur noch rumsitzen. Das heißt, wir werden es tun, oder? Wir erlösen ihn von seinem Leid.
Wir erlösen ihn. Okay. Wir haben einen Blick der Feigheit bekommen. Mehr nicht. Ein Blick der Feigheit war jetzt nicht so gewaltig toll. Ich meine, das hat einiges an Einsicht gebracht, aber so krass war das auch nicht. Ein verstörender Einblick. Je länger er gehalten wird, desto schwerer fühlt er sich an. Trotz der bleibenden Größe wird das Gewicht jeden Tag größer, bis es unerträglich wird. Okay. Oha. Oha, sage ich euch. So, gehen wir mal hier lang. Hast du mich gesehen? Nein. Wow. Oh, da. Ach nee, da hinten war die Armbrustschützin. Wir müssen auf der anderen Seite eigentlich lang. Oder wir... Rennen wir durch? Wir rennen durch, würde ich sagen, oder? Komm, wir rennen durch. Wunderschön, dass hier so viele Feinde sind, aber ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn wir hier durchrennen. Wir mussten dann als nächstes hier oben lang. Uff. Das war aber nicht nett, einfach so nach uns zu schlagen. So, dann geht's hier oben. Da. Meine Armbrustschützen. Und wir rennen. Schlagen. Ja, diese Brücken sind echt schmal für meine Verhältnisse. Aber ich versuche mich auch tatsächlich auf nichts anderes gerade zu konzentrieren, sonst stürze ich tatsächlich sehr, sehr schnell hier ab. Und besonders kämpfen will ich jetzt hier eigentlich gerade auf den schmalen Brücken nicht. Weil ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden damit, dass wir schon 14 Kills zusammen haben. Ja, beschwer dich hinten ruhig. So, dann gehen wir einmal zur Schwester Genesa. Hier vorne gleich. Speichern da. Und dann geht's zum Boss. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch den guten Soundtrack drin. Gucken wir mal. Hallo, große Schwester Genesa. Warum auch immer du so riesig bist. This place is teeming with madmen who drank until they drown their senses. Lass mich vom göttlichen Tag kosten. Okay. Nehmen wir das auch mit. Da haben wir dann jetzt gerade Zeug für. The wardens seized me in the morning. I did not resist. The Elvet proclaimed I was unfit and impure. But I couldn't focus on the verdict. Beneath the shadow of the Immaculate, I felt no pain. I swelled with pride as my eyes beheld her inscrutable form. She was the last remnant of an unquestionable grace, lost eons ago. Also ich verstehe das mit diesem Paladin-Gehabe halt überhaupt nicht. Oder diesem Ritter-Gehabe. Sich irgendwas so unglaublich krass irgendwie hinzugeben oder offen akzeptiert zu werden. So, und now, ladies and gents and non-binaries, lassen wir uns mal droppen. Und abrollen. Oh, Alter. Schau dir das mal an. Ich habe den fucking Fall überlebt mit dem Tank. Mit Skeletor? Niemals. Hätte es keine Möglichkeit gegeben, diesen Sturz zu überstehen, außer die Effekte und die Skills haben von Skeletor irgendwie
glücklicherweise 5-mal hintereinander getriggert. Nice. Nehmen wir mal ein Quaddelkäppchen zu uns, um uns ein bisschen zu heilen. Nice. Okay, gut. Dann haben wir ein bisschen... Dann haben wir tatsächlich eine zweite Chance gegen den Typen hier. Und ich guck mal eben, ob ich die richtige Musik eingestellt habe. Ja. Bossmusik von Rotting Christ. Und das wird doch jetzt gleich lustig. Lasst uns loslegen. Und los geht's. Ui. Zu spät ausgewichen. Boah, liegt da noch meine alte Leiche hier? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaub schon. Mit dieser Hülle müssen wir echt viel langsamer spielen. Boah, hat er uns aus der Versteinerung rausgehauen? Oh, jetzt wird's böse. Ui, da hat er uns was gekriegt. Oh nein, 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 oh nein. Ui, ich versuche mich mal ein bisschen hochzuheilen. So, weil ich würde es nämlich unsere zweite Chance auf jeden Fall gleich noch gerne wahrnehmen. Dafür muss ich mich aber leider über einen längeren Zeitraum heilen. Ja, komm her. Trau dich, trau dich. Weil die zweite Phase, die wird gleich richtig kacke, sage ich euch. Oh, was zur Hölle? Ui, ja, das hat aber gesessen. Oh nein, das war blöd. Das war blöd. Ah, scheiße, Mann. Okay, ich werde mich langsam dran gewöhnen. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh. Okay. Wir gewöhnen uns dran. War der erste Versuch mit dem Tank-Charakter auf diesem Boss? Ich meine, vielleicht müssen wir tatsächlich auch die großen Waffen rausholen, ne? Ich meine, wir haben diese Waffe, glaube ich, auf maximal. Und wir müssen den Rest hier erstmal aus dieser Waffe heraustesten. Ansonsten muss ich die andere Waffe gleich einmal angehen. Die hat aber noch nicht so viel Wumms. So, okay. Dann maximieren wir doch erstmal unser Glück. Heilen uns einmal durch, so gut es geht. Damit wir eine bessere Vorbereitung haben. Ja, wofür waren die gekochten Frösche gut?
Erhöhte Ausdauer, Regeneration, das, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht für diesen Charakter. So, Quaddelkräppchen, das wäre jetzt überflüssig. Dann nehmen wir noch den Frosch. Und dann legen wir los. Wir überspringen das mal. Das hätte ich sogar blocken können. Aber ich weiß nicht, ob ich das hätte mit den Waffen blocken können. Ernsthaft? Oh, Scheiße, Mann. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ey. Okay. Wie kann das bitte schön sein, dass der Boss es blockiert, dass ich mir die Höhle wieder zurücknehmen kann? Es ging leider viel zu schnell. I've kept your flesh safe. Okay, all in. Ich würde sagen, all in, bevor ich... ich versuche es noch zwei, drei Mal. Wenn das dann nicht vernünftig funktioniert, dann wechseln wir tatsächlich die Waffen. Dann gehen wir mal auf die Axtana. Auch wenn die halt noch nicht so den Wumms hat, aber aufgrund vielleicht der Größe macht das schon einen Unterschied. Oh, kein Stamina, kein Stamina! Come on! Hau mich! Oi. Nein! Ui, das war knapp. Siehst du, das finde ich scheiße. Er feuert halt jetzt ganze Zeit mit den Pfeilen weiter. Und wir können halt absolut nichts dagegen tun. Wir können auch dem Ganzen halt nicht ausweichen. Obwohl, hat funktioniert, ne? Das habe ich mit Skeletor das Ausweichen nicht geschafft. Ich meine, die Musik wird einfach der Bewegungsgeschwindigkeit hier absolut nicht gerecht oder andersrum. Gucken, ob wir ihn jetzt gleich noch. Ob er uns als erstes legt oder wie ihn. Nicht greedy werden, das ist genauso wie in Dark Souls. Wir haben Brudi getötet!
schwanken, jetzt wird er aber richtig sauer. Komm her. Oh, natürlich. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Höhle wieder kriegen, bevor er uns kriegt, ne? So, ah, hat geklappt. Nice. Nice. Aber das wird jetzt richtig schwer, sag ich euch. Oh, okay, ich bin mal gespannt, ob wir das so auch hinkriegen. Ui. Er wird jetzt halt richtig schnell, ne, weil er richtig sauer ist. Aber ich meine, okay, ui. Reichweite hat dieser Schmetterschlag in den Boden, aber ganz schön, ne? Ach ja, ich habe ja noch die Spezialangriffe, das habe ich ja total vergessen. Oh komm, dann machen wir den anderen Spezialangriff doch gleich auch noch. Das habe ich total vergessen. Oh, oh. Okay, warum ging das jetzt nicht, der Spezialangriff? Nee, hat er nicht gemacht. Wieso nicht? Okay, dann müssen wir den anderen wieder machen. Nein! Das kann nicht. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Okay. Au! Okay, warum triggert er das nicht, hä? Ich hatte die Aufladung, warum hat er das nicht getriggert? I've kept your flesh safe. Danke fürs Aufpassen meines Körpers. Gucken wir doch noch mal ganz kurz in die Steuerung, würde ich sagen, oder? Da, erste Waffenfähigkeit, linker und rechter Button, linker und rechter Tilt. Habe ich gerade gemacht, hat er nicht getriggert. Hat er nur einmal getriggert? Warum hat er das nicht ein paar Mal öfter gemacht? Das ist kacke. Warum hat er das nicht getan? Okay. Zwei Versuche noch, bevor wir die Axtana rausholen. Oh. Guck mal. Da ist noch unsere andere Hülle. Das Ding ist aber, das nützt uns leider gar nichts. Ja, das muss ich tatsächlich aufladen, aber... Ja, oh, Alter! Die Aufladung siehst du links oben, links unten über der roten Leiste. Das sind diese drei gerade schwarzen kleinen Striche. Und nach jedem Schlag füllt sich das halt etwas auf. Wenn du da mal hinschaust, dann wird das ein bisschen gelber. Dieser Speer hat so eine Reichweite, ne? Und normalerweise ist es dann halt möglich, sobald dann halt einer von den... Einer von denen halt richtig voll ist, dann schon eine Fähigkeit einzusetzen. So,
dass man dann zum Beispiel das hier machen kann. Okay, warum das jetzt ging, habe ich keine Ahnung. Das wollte ich nämlich halt gerade schon machen. Die brauchen eigentlich alle nur einen Balken, um zu funktionieren. Oh, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Hat das tatsächlich der Nahkampfangriff wirklich zwei Striche konsumiert? Aber, ja, nee, die konsumieren halt immer zwei Striche. Also, mindestens der Nahkampf. Warte, Gott. Also, die konsumieren halt mehr Striche, als sie eigentlich zur Aktivierung brauchen, um halt ein bisschen mächtiger zu sein und mehr Schaden rauszuhauen. Phase. Aber komm, probieren wir das auch mal sofort. Okay, der hat jetzt. Vielleicht braucht der Nahkampfangriff tatsächlich zwei Striche zum Aktivieren. Oh Gott! Oh Gott! Weg da! Oh, sag mal, was haust du denn da jetzt raus? Okay, dann brauchen die vielleicht tatsächlich zwei zum Aktivieren. Oh, sag mal, was haut der denn da raus? So, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von dem Fernkampfangriff, den hier. Ah, nicht den da! Ah! Nicht verhärten. Hat er nicht gemacht. Nochmal. Den hier. Wo er dann halt den Nagel schmeißt. Na, guck mal, wir kommen tatsächlich schon ziemlich weit. Oh, jetzt wird er richtig sauer. Oh, steh auf. Und hauen. Das muss ich weg, sonst tritt er mich. So. Oh, jetzt macht er mehr die größeren Angriffe. Bam, bam! Und tritt! Und jetzt rein! Und wieder weg! Okay. So, das kann ich nutzen. Aber dann muss es jetzt klappen, weil das war jetzt mein letztes Quaddelkäppchen. 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 So. Das kann ich theoretisch auch blocken, aber nicht mit dieser kleinen Waffe, die ich habe. Uff, das war knapp. Das habe ich auch noch nicht gesehen. 1, 2, 3 und zur Seite. Wo? Schön außer Reichweite raus. 1, 2, 3. Schlag. Gott, ey, das ist.
kann nichts anderes gerade einsetzen. Das wäre fatal. Oh, was mach ich da? Konzentration, Daniel. Konzentration. Boah. Der Boss, der ist aber auch ganz schön blutig im Gesicht, ne? Wenn jetzt keine Überraschung kommt, dann könnten wir es schaffen, wenn ich nicht zu cocky werde. Nein! Nein, 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 nein! Sagte er und war fast tot. Okay. Eins, zwei, und Tritt. Okay, warum wolltest du dich nicht verhärten? Ich brauche einen neuen Controller, eindeutig. Der Controller ist mal wieder schuld. Oh, ich glaube, das hätte uns getroffen, wenn ich mich nicht verhärtet hätte. Uff, 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 uff. Ich kann keine unserer Spezialattacken halt aufbauen, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe bei diesem Boss, weil er einfach zu schnell für mich ist. Nein, 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 nein. Ach, deine Special Moves, da kann ich mich besser drauf vorbereiten. Ich habe theoretisch die Möglichkeit, meinen Special Move aufzuladen, aber ich glaube, dann würde ich mich da jetzt gleich mit umbringen. Hoch, runter, zang, zang, tritt. Passt. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. So, springen wir einmal rein, hä? Komm. Oh. Go down. Oh. Ja. Wow. Ein Blick des Vergessens. Puh. Das war einer der Bosse. What the fuck? Extrahiere Glandula. Alter, was ist denn das? Alter, ist das der Folgeboss dazu oder was? Aber wir sollten dem einen Typen noch Glandulas bringen. Verknotete Glandula. Das leuchtet jetzt an meiner Seite.
Okay, was habe ich jetzt hier gerade geerntet? Entstehender Tar. Benutze diesen Gegenstand, um dessen Effekt zu erkennen. Entstehender Tar, der von reinem Nektar abgeschnitten wird. Einblick des Vergessens. Dieser Einblick bricht ebenso leicht auseinander, wie er sich neu formt. Der Träger wird von einem Gefühl der Leere ergriffen. Seine Umgebung wird in einen dumpfen, freudlosen Ort verwandelt. Der Geist verlangsamt sich. Die Glieder werden schwer. Und Stille sickert in jede Zelle. Okay. Was ist hier los? Warum ist es jetzt so dunkel? Warum leuchtet diese Girlande da so komisch an meiner Seite? Gehen wir erstmal zu Schwester Genessa, um zu fragen, was der Scheiß soll. Und weil ich fast tot bin. Yes, you've done it. The sacred gland is yours. Perhaps it was always yours. If you manage to extract the true nectar, be wary. Sip slowly. I remember a heretic who drank deeply. He took what wasn't his and gulped it down greedily. He was unrecognizable afterward. Another man entirely. This was his reward and his penance. Okay. Tatsächlich, die Glandula selber können, mit der können wir nicht interagieren. Das scheint ein Quest-Item zu sein. Ich würde jetzt einmal zu unserer Basis zurücklaufen, weil im Prinzip haben wir dieses Gebiet geklärt, aber keine Ahnung, warum das jetzt hier so dunkel ist.